Ich habe mal gerade eine ganze Menge Nebenmissionen angenommen in der Aufnahmepause. Und wir haben jetzt Hauptmission, erreiche das Boot, um in die Nervenheilanstalt zu kommen. Dann haben wir drei Sekundärmissionen, nenne ich es einfach mal. Das ist einmal die Bankmission, die es als Vorbestell-DLC gab. Die Mission mit dem sprechenden Schädel von dem magischen Vittori oder wie auch immer er hieß. Und von dem Erfinder müssen wir noch das Sprachzentrum von dem Dieb wiederfinden, der gehängt wurde. Ja, nebenbei halt hier so diesen ganzen Kappes. Ich werde jetzt einfach mal vor die Tür gehen, gucken, was am nächsten dran ist. Mir das Endlich vielleicht so einem ein Unterhalter bisschen entlohnt. aufteilen irgendwie. Mal schauen, wie ich das genau mache. Erstmal noch eine Zeitung. Das scheint auch eine neue zu sein. Flammen der Revolution. 9.7.842 NR. Schweren Herzens muss ich die Druckpressen dieser Zeitung kurzzeitig an mich reißen. Es gibt in diesen gewaltsamen Zeiten keine Sicherheit, aber es scheint mir erwiesen, dass die Sache der Götzen gründlich missverstanden wurde. In der Tat ist jeder von ihnen ebenso ein Teil der Bürgerschaft wie diese Zeitung, wohingegen der Baron und seine Wache weitaus weniger moralisches Rückgrat besitzen als bislang angenommen. Wir ändern unsere Position und stellen uns auf die Seite des Volkes. Vorwärts zu einer neuen Dämmerung. Okay, also hier scheint es gründlich rund zu gehen. Wir gehen jetzt wieder ins Südviertel Haben den. und gucken jetzt einfach mal, ja, bevor wir die Hintergründe von Aaron klären, was da in dieser Heilanstalt da, in dieser Nervenanstalt vor sich ging. Genau, das wäre wahrscheinlich hier das Boot. Ja. Checken wir einfach mal aus, was hier sonst noch drumherum ist an Missionen. Kommt der hier hin? Will der was von mir? Ich hoffe nicht. Ich fände es mal cool, wenn dieser Konflikt irgendwie hier so vor Ort sich direkt zutragen würde. Das fände ich ganz nett. Okay, also wir haben auf jeden Fall hier eine Mission. Plündere Eddie Levacks Büro. Details ansehen. Also, schlimmer als ein gieriger Hai ist nur ein größerer, fieserer, noch gierigerer Hai. Eddie Levack in Eels End hat armen Kredit gewährt und bricht ihnen die Knochen, wenn sie nicht zahlen können. Ich wiederum weiß, dass er selbst den Aalbeißern was schuldet. Zeit für wenig Blut und Wasser. Auftrag von Basso Haiköder. Okay. Das liegt auf jeden Fall auf dem Weg. Das heißt, ich werde jetzt einfach wahrscheinlich dieses Viertel hier einmal komplett leer räumen. Nach Möglichkeit. Hier ist auch der Schädel. Das sollte eigentlich dann eventuell auch mir genug Gold einbringen, damit ich hier die wunderbare Lederrüstung mir kaufen kann. Dass ich einfach noch weniger Lärm mache beim Ein schönes Schleichen. Stück. Städtische Denkmaltafel, das Sirenennest. Ein sicherer Ankerplatz gegen die Unbill des Südmeers seit 598 NR. Ja, okay. Dann verlassen wir mal das Sirenennest und begeben uns mal zum Kredithai. Irgendwas ist anders. Hier ist irgendwie noch so ein Moment, ich hab's. Wachstützpunkt Du direkt stinkst nicht gegenüber nach von der Schweiß und Pisse. vom Sirenennest. Jetzt kommen wir schon wieder mit Polly Adler an. Also die Dialoge wiederholen, oder gerade dieser Dialog wiederholt sich doch sehr, sehr, sehr häufig. Das hätte jetzt in der Tat nicht sein müssen. Oh. Kann ich irgendwie hier oben lang? Der mich nicht unbedingt sieht. Hallo, Garrett? Nee? Wollt nicht? Oh. Da hat mich fast einer gesehen. Ah, der könnte wohl nicht hier lang. Hoffe ich mal. Also irgendwo hier links müssen wir hin. Ach, hier war ich doch schon mal. Ja, ich wollte jetzt eigentlich darüber, aber passt schon, Garrett. Manchmal macht er so leicht komische Bewegungsansätze, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Möchte er dann gerne hin. Okay, das ist das Zimmer da oben. Da kam ich doch von hier aus hin, oder nicht? Hier sind wir doch in der Nähe der alten Mühle. Da konnte ich doch von hier. Hier rüber. Hier ist noch eine Münze, die nehmen wir eben mit. Ich meine, es ist nur eine, aber hätte ich trotzdem ganz gern.
So, und dann müssen wir jetzt doch hier irgendwie nach oben. Das wird sie erstmal so machen. Ich gucke mal, wie viele von diesen Nebenmissionen ich am Stück so verkrafte, bevor ich dann mit der nächsten Story-Mission weitermache. Aber ich also vermute zumindest diese 2800 oder wie viel auch immer das sind, die würde ich eigentlich schon ganz gerne mitnehmen. Wenn wir das irgendwie schaffen. Levesques Laden. So wie das Geld in dieser Stadt kursiert, habe ich diese Münzen bestimmt schon 10-mal geklaut. Ja, dann kann das 11. Mal ja nicht schaden, Garrett. Machen wir erstmal Licht aus. Bisher war hier eigentlich immer niemand in diesen Nebengeschichten. Oh, oh, oh. Ja, erstmal voller Panik den Fokus anmachen. Hab ich mich erschrocken. Scheiße. Das war übel. Okay. Erstmal was essen. Und dann überlegen, wie wir das auskriegen. Okay, haben wir hier noch irgendwo... Sicherungskasten oder sowas? So im Schrank schauen. Erstmal nichts, dann kann ich die Vase da vielleicht... Ne, die ist ein bisschen groß. Okay, da ist nichts drin. Im Schrank ist nichts drin. Okay. Wo ist denn hier der Schalter? Irgendwo hier hinten. Kann ich hier denn durch? Nee. Ja, toll, auf der anderen Seite der Tür. Das ist natürlich Premium. Wie komme ich da hin? Gar nicht. Ist hier noch eine andere Tür? Also so kann ich definitiv nicht an den Safe. Da werde ich jedes Mal drauf gehen. Auf der einen Seite der Tür. Aua. Also die Tür hier kann ich auf jeden Fall auch nicht aufmachen. Und die Sicherung geht da durch. Okay, das war es erstmal mit Fokus und Co. Kann ich hier irgendwo noch weiter in der Butze? Nö. Spontan nein. Also gehen wir erstmal wieder raus und schauen mal auf der anderen Seite nach. Ob ich hier noch irgendwo ein anderes Zimmer rein kann. Oder ob es hier so ein Zentralsicherungsgedöns gibt, wo ich das alles abschalten kann. Ah, wenn dann ja irgendwo hier. Da an der Seite vielleicht irgendwo. Wie komme ich da denn jetzt hoch? Ich müsste ja hier nach oben. Also hier irgendwo. Da hoch. Hier gibt es auf jeden Fall kein Zimmer oder so. Das hatte ich doch auch schon mal probiert, hier rüber zu kommen, oder nicht? Bin dann kläglich daran gescheitert, hier hochzuspringen. Ja, richtig. Ja, das ist gerade immer neu, weil ich keinen Bock habe, jetzt dieser Wache auszuweichen. Warum kann Garrett da denn nicht hochspringen?
Ach, okay. Man beachte den Balken, der ganz unauffällig blau leuchtet. Ich habe jetzt hier irgendeinen Wachmann aufgescheucht, aber der kann mich jetzt gerade mal. So. Okay. Hier wären wir jetzt schon mal oben. Hier kann ich irgendwie rein. Hier ist ein Ring, aber hier kann ich nicht diese Leitung ausschalten. Ich glaube, das Spiel verarscht mich. Ich sehe diese Leitung hier auch nirgendwo rauskommen. Ach ja, irgendwas habe ich da drin übersehen. Würde ich spontan behaupten. Die Tür ging definitiv nicht auf. Hier runter springen, breche ich mir alle Knochen. Also lassen wir das. Ja. Ich gehe nochmal da rein. Wir haben da oben gerade ein bisschen Gold gefunden. Aber es muss doch irgendwie möglich sein, dass ich diesen Alarm da ausschalte. Dann da reingehe. Eigentlich. Aber es gibt da halt einfach keine zweite Tür. Ob hier irgendwas drin ist? Außer, dass es ruckelt wie Sau hier in dem Raum. Nö. Eddie Levack, Moneylender. Ja. Warum kann ich nicht hier durch die Tür einsteigen? Unten ist auch nicht noch irgendwie ein Eingang in sein Haus. Keiner, der sich irgendwie auf Anhieb so für mich äußert, dass ich den benutzen kann, um da reinzukommen. Also doch irgendwo hier drin. Aber dann bin ich echt blind. Tür kann ich nicht benutzen. Ist hier irgendwas, was ich benutzen kann, was ich übersehen habe? Nö. Ich sehe nichts. Hier ist zu. Also ich kann nicht nach unten. Ich kann hier über diese komischen Felder. Kann man da eventuell rüberschleichen? Ich habe bloß mal gespeichert. Okay. So habe ich jetzt nur eins ausgelöst, aber ja, das funktioniert spontan nicht, würde ich sagen. Oder doch? Ich weiß nicht, ob das jetzt so intended war. Ich würde spontan behaupten, nein. Also ich hätte diesen Alarm halt irgendwie erstmal ausgeschaltet. Aber da die Leitung irgendwo hinführt, wo ich nicht hin kann. Wüsste ich nicht, wie ich das anders hätte machen können. So, war es das? Warum, was zeigt ihr mir hier an? Haiköder. Plündere Eddie Levacks Büro. Ja, bin ich doch bei, oder nicht? Oder habe ich gerade gemacht? Ich habe seinen Safe ausgenommen. Ist hier noch mehr drin?
Vielleicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade unglaublich dämlich anstelle. Oder das Spiel mir einfach nicht genau erklärt, was ich tun soll. Ich weiß nicht genau, was von beiden es ist. Nur hier ist nichts, mit dem ich irgendwie interagieren könnte. Also wirklich gar nichts. Ja, wenn man sich das anschaut... Nada. Ich kann nochmal den tollen Schrank aufmachen. Doch, die Vase. Aber was kann ich mit der Vase machen? Ich kann die kaputt machen. Ah, okay. Deshalb war das ein sehr auffälliges Objekt und ich hätte den Fokus von Anfang an verwenden sollen. Hier wird auch irgendwo der Sicherungskasten für die tolle Alarmanlage drin sein. Ja, da ist er nämlich schon. Okay. Hätte man drauf kommen können, das bin ich ja schlussendlich auch, aber es hat halt etwas gedauert. Dann klauen wir mal hier seine Münzen. Ich bin hier fertig. Genau wie Eddies Laden. Er wird bald auf dem Fluss abhauen. In einem Boot oder darunter. So, Levaks Schuldenverzeichnis. 1 Gold, 32 Gold Schulden beglichen, 4 Gold schuldig und Schulden beglichen, okay. Ja, ist einfach nur mal noch so ein Journal. Ja, gut, ich habe jetzt hier fast meinen gesamten Mond verbraucht für die Mission, aber... hat sich ja doch gelohnt am Ende. Zwar, es ist halt manchmal etwas umständlich. Ich meine, die Vase ist mir aufgefallen, aber ich bin ja nicht drauf gekommen, dass man die kaputt machen muss. Ja, vielleicht ein bisschen dämlich, aber na gut. Okay, das wird jetzt zum Glück nicht böse enden. Nee, nicht darunter, Garrett, eigentlich darüber. Können wir das? Ja, können wir. Perfekt. So, ich gucke mir gerade mal die Karte an. Hier war noch nämlich was Zweites in der Nähe. Comforts Halskette. Einer Königin würde ich beschaffe Comforts Halskette. Einer von Comforts Schützlingen hat sich vor einer Weile eine Halskette von ihr geliehen. Comfort trägt niemandem etwas nach, aber sie hat ihre Glitzersachen lieber dort, wo sie sie sehen kann. Gehe nach Skin Market, finde Little Lucy und lade sie uns zum Essen ein. Comfort ist ein eher der mütterliche Typ. Hey? Okay. Verstehe ich wieder nicht. Ich weiß manchmal nicht genau, was das Spiel von mir möchte. Jedenfalls setzen wir das hier mal als Target. Ja, so. Ich soll sie zum Essen einladen? Ich dachte, ich soll die Halskette klauen. Das wird wahrscheinlich auch dahinter stecken, hinter der Mission. Aber anders beschrieben. Umständlicher beschrieben, sagen wir es so. Wie muss ich nach unten? Weil das jetzt hier nicht alles voll mit Wachen ist. Das hier sieht doch eigentlich ganz okay aus. Klang gerade nach Secret Area. Auf jeden Fall können wir einige Sachen absnacken. Ja, da geht schon mal nicht rein. Also das ist hier schon mal die falsche Seite scheinbar. Ja. Das ist jetzt mal gar nicht so gut, dass er da lang kommt. Kann ich hier irgendwie wieder durch auf die andere Seite? Nö. Karte ansehen. Ja, das ist natürlich ein... die super Karte, die sagt mir quasi alles. Also abseits der Hauptmissionen ist das Spiel doch, ja, nicht so, wie es sein könnte, sage ich mal. Insbesondere der Dauerdialog bei Polly Adler geht mir jetzt doch langsam etwas auf die Nerven. Das hätte man vielleicht auch irgendwie anders lösen können. Ja.
Ja, wir machen dann gerade eine kurze Pause und dann suchen wir mal, wo die gute Dame mit der Halskette steckt.